Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus umfassende Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Die eigene Wohnung darf nur noch verlassen werden, wenn ein triftiger Grund vorliegt, etwa um zur Arbeit zu gehen, ärztliche Versorgung in Anspruch zu nehmen oder einzukaufen. Ab Freitag, und das gilt jetzt ab Freitagnacht, also heute Nacht, vorläufig auf die Dauer von 2 Wochen, ab 0 Uhr beginnend, wird es in Bayern grundlegende Ausgangsbeschränkungen geben. Bleiben Sie zu Hause. Gehen Sie nur in Ausnahmefällen raus. Machen Sie bitte auch zu Hause keine Partys. Laden Sie nicht die Nachbarkinder ein und feiern sozusagen eine Art Ferienparty. Halten Sie Abstand zu anderen. Und wenn Sie getestet sind und auf Ihr Testergebnis warten, machen Sie, soweit es möglich ist, für sich selbst Quarantäne. Gastronomiebetriebe in Bayern müssen schließen. Laut der Verfügung sind Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen aber weiterhin erlaubt. In Österreich gelten ähnliche Maßnahmen, wie Bayern jetzt beschlossen hat, bereits seit Wochenbeginn. Dabei bleibt es vorerst, gab Bundeskanzler Sebastian Kurz bekannt. Die Maßnahmen, die wir setzen, die wirken, aber wir müssen durchhalten. Wir haben uns daher in der Bundesregierung darauf verständigt und das auch mit den Landeshauptleuten besprochen, dass die Maßnahmen bis Ostermontag, das ist der 13. April, verlängert werden. Tirol ist ganz besonders betroffen. Dort stehen sämtliche Gemeinden unter Quarantäne. Menschenansammlungen mit mehr als 5 Personen sind bundesweit verboten.